Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zum euren Buchvorstellung, zum Let's Read. Und zwar im Monat September. Ich habe mich halt wirklich überlegt, dieses mal direkt am Anfang zu machen. Das bietet sich auch an, da der Monat relativ gut anfängt, wenn man so will, also vom Wochenzyklus her. Und natürlich habe ich euch was mitgebracht. Wir gehen heute mal ein bisschen in die bärtige Abteilung wieder mal. Und zwar, wir fangen mit dem nächsten Fantasy-Ding an. Und zwar habe ich euch was mitgebracht gehabt aus einem relativ unbekannten Verlag, wenn man so will. Also, das ist der Blanwallet Verlag. Und ich hoffe, ich bin unten an. Das wurde kritisiert, dass ich immer so viel unten M sage und so. Aber es liegt ja daran, dass ich halt diese Gedankenpause mache dafür. Aber gut, ich bemühe mich davon, dass es nicht mehr so oft vorkommt. Also, ihr könnt gerne einen Ticker reinmachen oder so. Gut. Fangen wir also an. Es geht zwar um dieses Buch hier. Zwergenfluch von Frank Rehfeld. Und es hat hier den Sinn, dass dieses Buch nicht ganz so monstermäßig dick ist. Also es geht einigermaßen. Das sind, um die 500 Seiten quasi. Ein Buch, was ich vorletztes Jahr schon mal gelesen habe. Und gerade wie aktuell lese, wenn mich die Story so ein bisschen erzählt, sind meine Lesezeichen hier. Und ja, in dem Buch geht es um Folgendes. Und zwar, Zwergenfluch, das sagt schon, es geht um Zwerge. Also zu sagen, das sind nicht die Zwerge von Markus Heinz. Die Zwerge haben hier andere Hintergründe. Die Zwerge hier sind mehr auf Gold aus als andere. Und es geht darum, dass das Königreich der Zwerge etwas heruntergewirtschaftet ist und sie durch einen, was heißt das, einen Kuppling, glaube ich, oder ein anderes Unterweltvieh mitgekriegt haben, dass eine riesige Goldader existieren soll. Diese Goldader müssen sie finden. Es gelingt ihnen auch, diese zu finden, allerdings wird beim Suchtrupp davon ein Schutzzauberartefakt aus der Wand gebrochen, was eine böse Macht auf den Plan ruft, die ist, naja, sagen wir mal so, auf das Leben unserer kleinen, bärtigen Freunde abgesehen hat. Und bevor sie sich da wirklich drin sicher sein können, was es nur ist und so weiter, fällt dem Oberanführer Barlock auf, dass es sich um elbische Runen handelt, die dieses Wesen versiegelt haben. Also müssen sie aufbrechen und den Elben mal Klartext reden und zu fragen, Leute, was habt ihr da uns im Schlund und der Erde da quasi vergraben? Was ist das? Macht das mal weg. Und um die Reise und um diese ganzen Machtintrigen und Ränkespielchen geht es in diesem Buch. Ich finde es persönlich schön, erstens mal, weil ich immer noch ein Freund von Zwergen bin. Also ganz klar, Zwerge sind so mein Fantasy-Volk, was ich Evertime mag. Ich kann es wirklich empfehlen, mir Spaß gemacht lesen. Es ist eine Trilogie. Das ist Band 1, Zwergenfluch nennt sich's. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwann den nächsten Teil davon quasi euch vorstellen. Jetzt habt ihr erstmal was zu lesen, und zwar den Zwergenfluch, Band 1. Ist die Originalausgabe sogar, sehe ich gerade. Hat damals sogar noch 13 Euro gekostet. Könnte sein, dass es mittlerweile ein bisschen billiger ist, weiß ich auch nicht genau. Hat, wie gesagt, ein schönes Fantasy-Universum. Hier sind sich übrigens, wenn man jetzt bei anderen Völkern überdenkt, hier gibt es Kasten. Also in den politischen Rängen. Ja, es gibt den König, es gibt die Arbeiterkaste, es gibt die Kriegskaste, es gibt die Gelehrtenkaste. Und sie haben einen interessanten Glauben, und zwar den Glauben an die Göttin Lithil. Lithil ist eine Göttin, die von den Priesterinnen des Dunkelturms angebetet wird und hat den Aspekt, dass sie ihren Priesterinnen auch magische Kräfte verleiht. Also, naja, wie erklärt es am besten? Am besten gar nicht, sondern ihr lest es am besten. Das ist am günstigsten, was ihr machen könnt. Dieses Buch, wie gesagt, die ISBN-Nummer kommt wieder in die Kommentarfunktion und in die in die Beschreibung. Am groben Ganzen, ich empfehle es wirklich sehr. Mir hat Spaß gemacht zu lesen, mir macht es immer noch Spaß zu lesen. Ob es das für euch ist, werdet ihr sehen. Für mich war es das. Ich kann bloß die Bücher, die ich schon gelesen habe, ansonsten bringt es nichts. Und vielleicht habe ich nächsten Monat mal ein Buch für euch, was ich nicht ganz so toll fand. Und ansonsten sehen und hören wir uns wieder hier bei mir im
Lance Reed oder auch im nächsten Video was anderes oder was auch immer, was wir gerade schon haben. Bis dahin. Ciao.